Wenn man beklagt, dass es kaum Veranstaltungen gibt, in denen sich gewisse Gläubige von Terroranschlägen distanzieren, geschweige denn Gedenkveranstaltungen machen, in denen Massaker ihrer Armeen verurteilt und deren Opfern gedacht wird, dann kommt meistens das Argument, dass man sich ja nicht von etwas distanzieren muss, mit dem man sich ja ohnehin nicht identifiziert. Grundsätzlich ist dieses Argument auch richtig. Aber es gibt da ein großes Aber. Wer sind denn die Deutschen und Österreicher, die Jahr für Jahr etliche Gedenkveranstaltungen zum Thema nie wieder veranstalten? Das sind nicht die radikalen Deutschen oder Österreicher. Nein, das sind genau jene, die nichts, aber auch gar nichts mit diesen Taten zu tun haben wollen und die sich gerade deswegen umso deutlicher davon distanzieren. Die könnten doch auch sagen, warum soll ich mich von etwas distanzieren, mit dem ich mich ja eh nicht identifiziere. Das tun sie aber nicht, weil sie genau wissen, dass man mit so einer Geschichte zeigen muss, dass man das ablehnt, dass man nicht glaubwürdig ist, wenn man sich nicht klar und deutlich von den Verbrechen der Vorfahren und Vorgänger distanziert. Nur ein Gedanke. Wenn gewisse Gruppen sich weiterhin weigern, sich von Untaten zu distanzieren, dann werden viele Menschen glauben, dass diese Gruppen sich nicht von diesen Untaten distanzieren wollen. Keine Rechtsfrage, sondern eine Frage des Anstands.